Vergessen Sie Kapsel oder PET. Richtiger Kaffee kommt aus dem Kaffeevollautomaten. Doch diesen hier schicken wir zurück. Ungepflegte Maschinen sind ein No-Go. Oh, Giovanni, was ist das? Die Maschine ist ja ganz schmutzig. Ja, ich habe gekauft, eure Maschine soll angeblich machen alles selber. Reinigung auf Knopfdruck. Reinigung auf Knopfdruck? Nein, so einfach ist die Sache nicht. Mindestens ein- bis zweimal die Woche müssen Sie einen Saeco-Kaffeeautomaten reinigen und dafür die Brühgruppe ausbauen. Doch was zuerst als großer Nachteil erscheint, kann durchaus von Vorteil sein. Denn was Sie hier direkt sehen können, spielt sich bei Maschinen anderer Hersteller im Verborgenen ab. Wollen Sie deren Versprechen bezüglich Reinigungsprogramm und chemischer Reinigung trauen? Leeren Sie zunächst einmal den Satz- oder Tresta-Behälter. Tresta. Meine Großmutter hätte schlicht und einfach Prött dazu gesagt. Obersieb abschrauben und reinigen, sagt die Betriebsanleitung. Eigentlich überflüssig, denn inzwischen führen die modernen Maschinen eine automatische Selbstreinigung der Siebe durch. Nächster Schritt. Brühgruppe reinigen, trocknen lassen und wieder montieren. Schön geschrieben, aber wie meinen die das? Wir nehmen dann mal fließendes klares Wasser, am besten warm, und Haushaltstücher von der Rolle zum Trocknen. Gründliche Menschen entfernen und wechseln zwischendurch auch mal den Dichtungsring. Empfehlenswert und optional erhältlich ist ein zusätzliches Pflegeset. Nach Entriegelung kann man die Einzelteile der Brühgruppe verschieben. Nur so gelangt man zwecks Reinigung an jede versteckte Stelle. Jetzt sehen Sie mal etwas genauer hin, denn das Zurückverschieben an die Ausgangsposition ist eine kleine Kunst. Nach der Reinigung das eventuell ausgebaute Sieb wieder einsetzen. Alle beweglichen Teile der Brühgruppe sollten von Zeit zu Zeit mit Silikonfett gefettet werden. Den Tropfwasserauslaufkanal mit reinigen. Ist er verstopft, läuft Wasser aus der Maschine. Leider sind Brühgruppe und die anderen Teile nicht spülmaschinenfest. Setzen Sie die Brühgruppe im trockenen Zustand wieder ein. Satzbehälter und Abtropfschale folgen. Tür schließen und gegebenenfalls Wasser nachfüllen. Giovanni, riecht das nicht gut? Schalt mal ein. Oh ja, jetzt spült Maschine ja doch auf Knopfdruck. Hätte ich gerne einen schönen starken Espresso. Okay, dann dreh mal die Kaffeestärke ganz nach rechts. Jetzt nur noch den richtigen Knopf auswählen und aus dem Kaffeeauslauf kommt sauberer, frischer, aromatischer Kaffee.